Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Auto Truck Simulator 2 der dritten Staffel Reloaded. Heute fahren wir 27 Tonnen Aal von. Ne, Geräuschanal, da meint. Von Bergen nach Armut. Hier im Iveco. Und ich würde sagen, genug geschnackt. Wir geben einfach mal Gas. Es sind 300 Kilometer. Quasi eine kurze Strecke. Aber das muss ja auch mal sein, ne? Das war knapp. Kann sein, dass zwischen durch die Heizung irgendwie wieder angeht. Also ich denke mal, ich werde die einfach mal laufen lassen, einfach mal um zu gucken, was für einen Unterschied das überhaupt macht, wenn sie an ist, also wenn sie angeht. Man muss sofort ja auch mal testen, ne? Ob das überhaupt gehört wird. Da, zack. Hat irgendwie schon was, ne? So im Schnee zu fahren. Haben wir denn ja sowieso in der Realität nicht mehr sehen wird. Oder es wahrscheinlich nicht sehen wird. Dieses Jahr und auch im neuen Jahr, so in dieser Winterphase nicht. Dann können wir zumindest den virtuellen Schnee genießen, oh Gott. Der die Landschaft verändert und verschönert. Dass wir noch nicht 60 fahren, 70 fuhren. Warum fällt mir mal so spät ein, dass wir was zu trinken einstellen könnten? Naja. Zu spät. Das ist auch nicht die. Dann müssen wir ertragreichste Tour vom Profit-Kilometer-Gedöns her, aber 101 Kilometer war jetzt doch ein bisschen wenig, fand ich. So sind auch von Stadt zu Stadt, war von Göteborg nach Göteborg. Volvo-Zugmaschinen, ich habe mich dann halt für den Geräuschanal entschieden. Wir sind auch pünktlich da, also wir sind direkt mitten im Rahmen drin. Wir müssen den auch nicht stoppen und so weiter, von daher passt das alles. Tank ist ja auch noch relativ gut gefüllt. Also können wir uns eigentlich ganz gemütlich aufs Fahren und auf die Landschaft konzentrieren, oh Gott. Das hier. Oh Gott, das ist irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Zum aktuellen Stand hinbekommen werde, irgendwann mich hier ran zu gewöhnen, wo was ist oder ob hier was war. Ich habe nämlich mich gerade gefragt, ob hier Ampelanlagen waren. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Das, was natürlich schon mal wieder gut ist. Ja?
gleich die Maut. Ja, gut, sie müssen vielleicht schon jetzt auch nicht ganz. Ich weiß gar nicht, ob das ein relativ hochgepimpter Truck ist. Ich glaube gar nicht, ich weiß nicht. Vielleicht schon. Ich weiß nicht, warum ich habe gerade kurz zur Fähre gesehen. Fragt mich nicht warum. Jetzt mal kurz vergleichen, wie lange die andere Tour gewesen wäre. Die würde ja Pi mal Daumen ungefähr jetzt enden. 8 Minuten, ja. Aber 150 Kilometer hätte man sich nur überlegen können, aber war doch eigentlich schon ganz gut. Mich gegen die Volvo-Zugmaschinen entschieden zu haben. Zum Rendern bzw. zum Preview-Rendern wäre das natürlich angemessener gewesen. Je weniger, desto besser. Aber gut. Ich muss mal langsam echt dazu kommen, so weit vorproduzieren zu können, dass ich. Ich weiß nicht. Was schon idealerweise eine Woche zuvor bin. Oder zumindest ein paar Tage, eine Woche wäre aber noch am besten ideal. Ne? Idealer, wär's idealer, so. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie so ein Time Table kalkulieren kann, wobei halt. Ach gut. Wobei das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen tricky wird. Da eine Variable halt undefinierbar ist. Schon schaffen wir, so steil ist es noch wieder nicht, wobei es wird noch steiler, ne? Meint schon früh anschalten sollen. Hä? Gott, ich hab das Gefühl, ich bin eigentlich noch überhaupt nicht wirklich wach. Wobei bin ich jemals wach, ist eine andere Frage. Hä? Was? 50?
kam als überraschend. Schön so mit dem Nebel. Ja, Nebel. Alles, das passt schon irgendwie so ins Bild rein. Diese Baustelle jemals fertig wird. Ich glaube nicht. Gar keine hinter uns. Nee. Also doch, war jemand. Naja, jetzt ist es aber richtig nebelig geworden. Oder wäre es nebelig? Oder es wird auch abends. Schon wieder nur 50. Was ist denn hier los? Oh je. Jetzt kommt die Spaghetti. Die Spaghetti-Straße am Tunnel gleich auch noch. Also das ist diese Strecke. Okay, nach Amut. Muss ich mir mal merken. Das ist die Frage, haben wir einen Charter drin oder nicht? Ich glaube schon. Wobei, es ging gerade, glaube ich, gar nicht bergab, von daher weiß ich es gar nicht. Okay, haben wir. Und der Gas geben. Auch schön mit dem mit der Sonne jetzt im Hintergrund, was man leider nur so ein bisschen gesehen konnte im Rückspiegel. Etwa haben wir nur 40, also was bergauf geht. Okay, ich verstehe. Strecken werden wir noch länger fahren. Also hier oben im Norden werden wir uns noch länger aufhalten. Mal gucken, wie das wäre, wenn wir unseren eigenen Truck haben, aber das wird auch mal ein bisschen dauern. Wir bekommen aber 6.000 dafür. Sind wir bei 62.000, dann haben wir schon mal so ungefähr die Hälfte, die wir brauchen. Also. Mal Daumen noch 10 Folgen oder so nach dieser Folge. Dann haben wir auf alle Fälle unseren eigenen Truck. Je nachdem, wie das, wie uns das Glück ereilt von den Strecken. Hängt natürlich auch wieder davon ab.
Ich einfach mal die Chance genutzt. Oh Gott, was eingeschenkt. Ah, jetzt kommt wieder die 50. Das Dorf kommt jetzt gleich. Bleiben wir natürlich im Recharger-Mode. Wer war das hier? Ja, das war doch hier. Nee, war nicht hier. Oh Mann. Jedes Mal falle ich hier drauf rein. Jedes Mal. Aber in Armort sind wir trotzdem. Das ist aber nicht das Dorf, was ich meinte. Wir müssen noch ein bisschen weiter geradeaus. Okay, 60 Kilometer fahren wir noch. Bevor wir, wo fahren wir denn eigentlich hin? Wo müssen wir hinliefern? SFH Trends. Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dort schon mal gewesen zu sein. Na, das ist auch schon über ein Jahr her, von daher. Who knows? Wahrscheinlich waren wir sogar noch dort, schon mal dort. Machen wir erstmal Kreiselhopping hier. Also das Auto ist aber ordentlich bergauf. Holla die Waldfee. Ich schätze mal, dass wir dort auf alle Fälle mit Warmlecker fahren müssen. Ich denke, wir werden nicht das Tempo 40 gleich überschreiten. Ich würde fast sagen, da vorne rechts zu fahren wäre besser gewesen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo da die Straße ist. Ich glaube zum nächsten Kreis, wahrscheinlich ist es ein Tunnel. Wahrscheinlich sehe ich deswegen die Straße nicht. Was machen die denn da hinten? Ja, der Witz sogar. Und da wurde es plötzlich sehr schnell dunkel. Oh, das geht morgen nicht bergab. Okay. Ich war noch gemutet, das war natürlich gut, wenn ich noch drüber rede. Ja, mittlerweile ist ordentlich Zeit vergangen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe vorher. Ich glaube, eine halbe Stunde ist jetzt rumgegangen. Ja. Kein Plan, worüber ich geredet habe, aber das ist halt so wild, denn wir sind ja schon fast da. Ja. Gefühlt bin ich nicht wirklich wacher. Obwohl es eigentlich so der Zeitpunkt sein muss, wo man wacher ist, aber den Status des Wachzustands kenne ich zumindest nicht. Oder nicht mehr, aber länger schon nicht mehr. So ist, glaube ich, die gute Regelung, das zu nennen.
bergauf, bergab. Und links rum. Was ich aber ein bisschen schade finde, dass man irgendwie... Also wäre nice, wenn man halt in der Konsole... was weiß ich... wenn man dort den Tageszyklus ändern könnte. Das wäre schon praktisch. Ich meine, das kann man nicht. Also, dass man halt sagt, okay, ich möchte das... Oder möglicherweise sogar Presets dafür erstellt. Oh Gott. Das meine ich, was ich... keine Ahnung. G underscore Day Circle at Central Europe. Dann die dann dass man dann halt den Tag angibt, von wann bis wann es so gesehen Tag ist. Und dass danach so gesehen die Dämmerung beginnt zur Nacht und so weiter. Das ist gerade steil. Und dass man halt danach dass man halt so solche neuen Zyklen quasi hinzufügt und dann, wenn man ein bestehendes Industrie von Armut, wenn man ein bestehendes bestehenden Zyklus haben möchte, dass man einfach nur, was weiß ich, G underscore Day Circle und dann, was weiß ich, Norway oder irgendwie sowas eingibt und dann dahin kommt, oh Gott! Hier sind wir rein? Ich bin zu weit gefahren, kann das sein? Oder muss ich nicht ums hinten rein, ja, meint. Ich sage, hier war ich noch nicht. Ich glaube, ich muss hier rein. Oh Gott, ja. Da ist halt generell eigentlich unbrauchbar, so gesehen für Vanilla, von daher ist es eigentlich wahrscheinlich, dass es das nicht gibt. Ach du heilige Scheiße, und hier soll ich was rein? Den hinteren Schweller nicht mehr. Passt. Kassieren wir ab. Ausgezeichnete Gefahrenstrecke 316 Kilometer Gehorchheit nahe von Bergen nach Armut geliefert. Oh, neues Level.
7 Stunden im Gebrauch, 262 Liter, Verbrauch 6200 bekommen und 54 Erfahrungspunkte und neues Level. Dann geht es jetzt auf sparsames Fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. War das echt erst Folge 12? Ja, muss ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Entweder von Earl Forgotten Malta 2 Staffel 3 Reloaded oder in einem anderen Video hier auf dem Kanal. Mach's gut, tschüss.